Ranja und willkommen zu der neuen Folge Roblox Brookhaven. Heute kriegen wir einen neuen Lehrer in der Schule und es ist unser erster Tag mit ihm. Let's go! Oh mein Gott, ich frag mich, wen wir jetzt kriegen. Ich bin so gespannt auf den neuen Lehrer. Ja, oh mein Gott, ich auch. Denkst du, der ist nett? Eigentlich war die, die wir davor hatten, ganz okay. Die hat auch gute Noten gegeben. Die wollte auch nicht so viel von der Beteiligung. Und die hat hier immer ganz gute mündliche Noten gegeben. Ich habe von Jenny gehört, der ist voll toll. Ich will jetzt Jenny gar nichts unterstellen, aber Jenny hat letztens auch von unserem neuen Kunstlehrer gesagt. Der ist so toll. Und jetzt guck dir an, was wir hier machen müssen. Stimmt. Oh, vielleicht haben wir hier einen Jackpot und es ist einer von den Lehrern, die immer viel zu spät kommen. Und die sind dann erst, keine Ahnung, 20 Minuten vor Ende des Unterrichts da. Und wir können in der restlichen Zeit schlafen oder am PC sein. Oh, wie toll wäre das denn? Oh, ich glaube, da ist er. Na gut, man kann träumen. Hallo, Herr Lehrer. Hallo, ich bin Herr Jack. Hallo, Herr Jack? Entschuldigung, Herr Jack, ist Jack Ihr Nachname oder heißen Sie einfach Jack und melden sich jetzt so? Interpretiert das Gedicht an der Tafel. Keine Fragen. Immer Unterricht, Unterricht, Unterricht. Das ist einer von denen, die so ernst nehmen, dass sie nicht mal kurz 5 Minuten Organisatorisches machen können, wenn sie hier in neuen Unterricht kommen. Ich habe eine Frage und zwar, wie sieht's aus mit Hausaufgaben? Kriegen wir viele, kriegen wir wenig? Wie, sammeln Sie die ein? Werden die benotet? Oder muss man die mehr vorzeigen am Ende der Klasse? Oder sind Ihnen Hausaufgaben eher so ein bisschen egal? Weil Sie wissen, dass Sie den Schülern nichts bringen. Ach, weiß ich noch nicht. Nee, unvorbereiteter Lehrer. Los jetzt! Hallo? Ja, ich komme sofort. Wo geht ihr wohl hin? Ja, ja, kein Stress. Kinder, ich muss kurz weg. Alles klar, kein Problem, lassen Sie sich Zeit. Mach das Gedicht fertig. Ja, klar. Okay, bin ich die Einzige oder war das gerade komisch? Was meinst du denn? Der hat sich doch super verdächtig verhalten. Ich meine erstmal der Name, Herr Jack. Wirklich, das klingt mehr wie ein Codename. Dann der Anruf, dass er dann direkt weg muss und nicht mal sagt, wohin er geht. Normalerweise ist es sowas wie, oh, wir haben gerade eine Krise mit dem Lehrerzimmer und wir müssen da jetzt neues Druckerpapier kaufen oder irgend sowas. Aber er hat nichts gesagt, er ist einfach verschwunden. Kommt er wieder, kommt er nicht? Du bildest dir sicher was ein. Ja, aber was, wenn nicht? Was, wenn unser Lehrer, keine Ahnung, vielleicht führt er ein Doppelleben. Vielleicht ist unser Lehrer in Wirklichkeit gar kein Lehrer, sondern der Hausmeister. Also ich fand den normalo. Oh, oh, oh. Oder was ist, wenn es gar kein Lehrer ist, sondern es ist ein Außerirdischer. Und der tut nur so und jetzt wurde er von seinen außerirdischen Freunden geholt. Ronja, du hast schon wieder viel zu viele Krimis geguckt. Überleg doch mal, das war richtig verdächtig. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Hause. Ich glaube, der kommt nicht mehr. Ja, los gehen wir. Was für ein komischer Schultag heute, hä? Ciao, Ronja. Bis morgen. Bis morgen. Ich weiß, meine Freundin sieht das nicht, aber super verdächtige Verhalten vom Lehrer. Ich meine, was ist denn das? Ist das dein Auto? Oh mein Gott, ich bin hier auf Gold gestoßen. Das ist sein Auto. Ich kann ihm folgen. Ich muss nur unentdeckt bleiben. Sicher hat er mich nicht gesehen. Der guckt ja eher auf die Straße als auf mich. Ich kann mich hinter dem Baum hier verstecken. Er fährt mit dem Auto in die Waschstraße. Und wahrscheinlich lässt er einfach nur sein Auto waschen. Vielleicht ist es noch nicht so verdächtig. Nein. Ist er das nicht da hinten? Er hat gar kein Auto mehr. Er schleicht. Das ist doch der Lehrer. Was? Okay, er hat sein Auto jetzt einfach in der Waschstraße gelassen und jetzt schleicht er rüber und er fährt mit dem weißen Truck weg? Okay, okay. Das ist 100% verdächtig. Ab dem Punkt nicht mal nur ein bisschen, dass niemand tauscht ohne Grund sein Auto. Okay, ich muss unbedingt den weißen Truck verfolgen, nicht, dass der irgendwo hinfährt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist er hin? Da hinten? Oh mein Gott, das ist mein Lehrer. Der ist zu der Farm gefahren und jetzt schleicht er hier rein. Hallo, Herr Lehrer? Was? Bist du nicht meine Schülerin? Doch, und ich bin Ihnen hierher gefolgt. Ich habe alles gesehen. Sie können überhaupt nichts mehr abstreiten. Das war super verdächtig. Erst zur Waschstraße und dann mit dem Truck rausgefahren und nicht mit dem Auto, mit dem Sie gekommen sind. Und jetzt schleichen Sie sich in die Farm und was wollen Sie hier überhaupt? Ich habe nichts getan. Aber warum auf einmal so nervös? Ha, Herr Lehrer. Das ist ein Missverständnis. Wo ist denn das ein Missverständnis? Ich habe es mit eigenen 2 Augen gesehen. Meine Freundin wollte mir auch nicht glauben, aber ich habe alles gesehen und ich habe Fotos gemacht. Oh Mann. Okay. Jetzt geben Sie es also zu. Sie sind nämlich ein Verbrecher. Du hast mich erwischt. Ich bin ein Spion. Warte, ein Spion? Der auf mich überhaupt nicht gekommen. Ja, und was ist hier an der Farm so besonders, dass jemand wie ein Spion hierher muss? Das ist streng geheim. Okay, ich habe Fotos, wie sie schleichen und wie sie das Auto wechseln. Ich frage nochmal, was ist so besonders hier, dass ein Spion hierher muss? Sonst kann ich mir nicht sicher sein, dass sie wirklich ein Spion sind. Okay, aber ich brauche deine Hilfe. Okay, abgemacht.
Der Einhorn-Clan trifft sich später hier. Okay, und das ist so ein bisschen deren Geheimbasis? Wofür brauchen sie meine Hilfe? Was ist der Einhorn-Clan? Haben die Einhörner geklaut? Gibt's Einhörner und sie verstecken sie vor der Menschheit? Die sind gefährlich. Okay, aber was machen sie? Oder wollen sie das rausfinden? Sie wollen die Menschen. Wie, sie wollen die Menschen? Oh mein Gott, das ist ja noch spannender, als ich dachte. Sie wollen die Menschen in Einhörner verwandeln. Nein! Aber es macht so viel Sinn mit dem Namen der Einhorn-Clan. Okay, okay, okay. Und wie können wir sie aufhalten? Das darf nicht passieren. Nein, ich bin ihrer Meinung. Ich liebe Einhörner, aber ich wäre nicht gerne ein Einhorn. Sie kennen mich schon. Du musst spionieren. Okay, und wie verhindere ich, dass die Menschen in Einhörner verwandelt werden? Oder wissen sie das nicht? Okay, pass auf. Tu so, als wärst du neu im Clan. Okay. Der Anführer ist bald hier. Sprich mit ihm. Okay, ich tue so, als wäre ich neu im Clan. Ich spreche mit dem Anführer und finde ich raus, wie wir verhindern können, dass die ganze Menschheit in Einhörner verwandelt ist. Nachricht angekommen. Brauche ich irgendwas Klamottenmäßiges, damit ich gut reinpasse? Genau. Etwas Pinkes. Alles klar, kein Problem. Kriege ich hin. Ich habe noch ein Wechselshirt dabei. Okay, passt das hier? Sehr gut. Psst, da kommt er. Entschuldigung, gehörst du? Okay, nee, die haut ab. Die ist wahrscheinlich nur zufällig hier. Warte, kamst du gerade aus dem Busch gehüpft? Wer bist du? Bist du ein Geist? Was? Nein, ich bin kein Geist. Wer sind Sie? Ich bin der Anführer. Sie sind der Anführer vom Einhorn-Clan? Oh mein Gott, so eine Ehre, Sie zu treffen. Ich bin genau deswegen hier und zwar würde ich gerne dem Einhorn-Clan... Psst! Entschuldigung? Wer ist denn hier? Wer kann uns denn hören? Kommen Sie mit. Die geheime Basis. Okay, also die Farm. Klar. Oder auch nicht die Farm, das... Zelt hinter der Farm. Alles klar, die geheime Basis. Mr. Anführer, ich liebe den Einhorn-Clan und ich finde alles, was sie machen, super. Und ich würde so gerne Teil des Einhorn-Clans werden. Was können Sie mir erzählen? Der Einhorn-Clan verbessert die Welt. Okay, das klingt auf jeden Fall cool. Und wie macht er das? Wir haben ein Ritual. Und mit dem geheimen Objekt. Oh, es gibt ein geheimes Objekt? Da verwandeln wir ganz Brookhaven. Alle Menschen in Einhörner. In pinke, flauschige Einhörner. Das klingt nach einem super Plan. Und dieses geheime Objekt, das muss ja wirklich was ganz Besonderes sein. Und ich nehme an, Sie wissen als Einziger, wo es ist? In meiner Hosentasche. Wie sieht das denn aus? Darf ich es mal ansehen? Ja klar, hier bitte. Das ging einfacher als gedacht. Dankeschön. Interessant, interessant. Okay, und wann soll das ganze Ritual stattfinden? Jetzt! Jetzt? Dann, ich gehe kurz aufs Klo, dann komme ich wieder. Ich habe die komische Statue, ich habe das Ritualding. Perfekt, okay, dann kann ich das Ritual verhindern. Und ich muss nur noch den Spion finden und ihm das geben. Okay, ich habe es geschafft. Ronja, du hast es geschafft? Ja. Das hier ist der geheime Gegenstand. Das ist wohl irgendein weirdes Ding von einer Menschenstatue, wo ein Einhornhorn reingeschweißt wurde. Das, nehmen Sie das am besten und vernichten es oder keine Ahnung, was man damit macht? Die Menschheit ist wieder sicher. Ich werde es verbrennen. Okay, dann war es das, oder? Dann sind alle sicher, dann ist alles gut. Danke für deine Hilfe. Kein Problem, richtig aufregend, einen Tag ein Spion zu sein. Okay, dann, ich behalte ihr Geheimnis für mich, keine Sorge. Und wir sehen uns in der Schule morgen. Ciao. Danke. Ich bin so aufgeregt. Ich bin immer so zittrig am Tag der Notenvergabe. Ich weiß nie, ob es was Gutes geworden ist oder was Schlechtes. Hängt doch so am Lehrer. So, ich teile die Noten jetzt aus. Ronja, gute Arbeit. Oh, wirklich? Oh mein Gott, ich habe eine 1. Warte, was hast du? Ich habe eine 3. Oh mein Gott, meine erste 1 in Englisch. Ich freue mich so. Oh nein, ich habe so viel gelernt. Oh, vielleicht nächstes Mal. Wie hast du das gemacht? Kleines Geheimnis. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert gerne den Kanal. Dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr, genauso wie dieses. Okay, ciao.